und willkommen zurück in einer neuen Runde. Da bin ich ja Crewmate. Ah, ne, Moment. Oh, hoppala. Oh, Mann. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu einer neuen Woche mit Among Us und der Chaos-Truppe. Ich glaube, wir haben was vor. Warum haben wir... Wait, what? Ach so, der ist grau. Okay, never mind, never mind. Wir müssen erstmal... Das ist aber neu, oder? Dass das so ist? Naja. Ich hoffe, euch geht's allen gut und, ihr seid gut in den ersten Advent quasi reinge... Okay. Ja, dann habe ich ja mehr Zeit für die Anmod. Das ist ja dann kein Problem. Nee, nicht für die, doch für die Anmoderation. Und ich kann nebenbei meine Tasks machen. Ich hoffe, wie gesagt, euch geht's allen gut. Ihr habt den ersten und den zweiten Advent sehr gut überstanden. Wir sind mal wieder sehr früh gestorben. Bin ich entmutet? Ah ja, sehr gut. Leiche liegt hinter Electric. Hinter? Also Medbay. Korrekt, nein. Okay. Also hinter dem Lichtschalter. Achso. Das sah beim ersten Lights Out schon aus wie ein Double Kill, möchte ich meinen. Nein, 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 nein. Das sah sehr Ray ist nicht lange tot. Ray ist nicht lange tot. Ich bin gerade Andy entgegenkommen bei Lower Engine und Ray ist hinter mir in Electrical eingebogen. Das ist meine Information. Also der kann nicht lange tot sein. So, vielleicht. Wer war da noch mit Lights Out? Hast du das gesehen? Oder? Nee, nee, nee. Es war vor Lights Out. bin ich von Storage, rübergelaufen. Dann stand in der Tür und dann aus dem Vent heraus habe ich ihn da beobachtet. Also ich habe gesehen, als das Licht noch an war, oder beim ersten Lights Out, dass Bram an der Tür wartet Richtung Storage. Ich war mit Ray in Storage eingeschlossen. Ich laufe mit Ray rüber. Ray läuft in Electrical rein. Ich ziehe durch Richtung Security, komme da Andy entgegen. Das sind meine Infos. Gut. Ich weiß nicht, wie auf der anderen Seite stand von Storage. Ich konnte die Tür nicht durchgucken. Ja, aber Jay, du warst sehr lange in Electrical. Warum? Ich war sehr lange in Electrical, weil ich da drei Aufgaben machen musste. Dann bin ich nochmal zurückgegangen. Als wir waren ja zu viert da eingeschlossen und dann bin ich halt einfach hin und zurückgegangen. Hab nochmal geguckt. Ich habe mir dann versucht, die Namen zu merken, die da waren. Das waren Dalu, Maxi und Dadosch. Ja. Zwei Namen hast du dir versucht. Und da bin ich auf jeden Fall wieder, da bin ich rausgegangen und dann ist Mike unten dran vorbeigegangen. Ray kam, glaube ich, gerade dann hoch in den Raum rein. Ich hab Jay ist von nicht links gesehen. Quasi gekommen. Du hast mich gesehen, dann hat Jay den gekillt. Ja. Wer war in den Kameras? Ich habe dich gesehen, als die Tür aufgegangen ist. Dann war ich schon in Lower Engine und dann ging das Licht erst aus. Sven ist am verdächtigsten. Hä? Und dann bin ich mit Maxi hochgegangen und Dalu habe ich, glaube ich, auch dann im Schein gesehen. Aber Dalu könnte eine Kurve gelaufen sein. Also warum ich eher normalen Kill als einen Van-Kill vermute, ist, es gibt keine Möglichkeit, bei Licht aus, also wenn du selber Licht ausmachst, zu sehen, dass überhaupt noch jemand in Electric drin ist. Also wenn du wenden würdest, wenn ich aus Kameras wenden würde. Ist da nur Ray oder ist da Dizzy auch? Es war Licht aus. Ich habe reported. Dizzy haben wir noch gar nicht geredet. Läuft. Wer? Ja, Andy ist auch runtergelaufen. Wer? Ne? Wer? Ja, Andy war auch nicht so im Electric. Oh boy. Ja. Also Maxi hat ihn nicht gekillt. Wer? Ne, genau, und Jay auch. Wer? Das ist aber auch so ein Among Us-Ding bei mir, ne? Ich bin immer am Sterben, also relativ zeitnah. Aber das ist okay, weil dann habe ich mehr Zeit für euch, mit euch quasi da draußen zu reden. Ich hoffe ja inständig, dass euch die Folgen noch sehr gut gefallen hier. Die werden ja immer verrückter, habe ich so das Gefühl. Weil die Leute immer... besser werden. Das hat einen kleinen Moment gedauert, aber wir haben es ja dann hingekriegt. Die Folgen werden immer besser. Die Leute werden immer besser und es wird immer, immer schwerer, also gerade hier auf der ersten Karte, da noch irgendwie durchzukommen. Da versteckt doch jemand eine Leiche auf der linken Seite. Ist es wirklich Sven? Jay ist tot. Oh, wow. Ich habe in Medbay beide Aufgaben? Ui. Ah, ja. Ah, ja.
Wie geht's denn euch so da draußen? Seid ihr auch alle schon so ein bisschen auf Weihnachten gehypt oder noch nicht so? Warte mal, weiß. Boah, die ziehen aber ganz schön Programme an. Oha. Erzähl. Links, also wenn du aus Electrical rauskommst, links Richtung Lower Engine liegt Andy. Okay, und Dalu würde ich mal sagen, war es nicht, weil der kam aus Storage, den habe ich gerade noch gesehen, kurz bevor ich reportet habe. What? Moment, du verdächtigst nicht Dalu, obwohl er aus Storage war und er links von Edmund getötet wurde? Nein, links von Electrical. Links unten. Wenn du, an Electrical vorbeiläufst, Richtung Lower Engine dazwischen. Was hast du denn rechts gemacht, Dalu? Was hast du da gemacht? Und du, ich habe dich zuletzt mit Andy gesehen. Also, ich hab mich nicht zuletzt mit Andy gesehen. Ich habe mich zuletzt mit Mike im Admin gesehen. Dann hat Mike mich verfolgt und ist genau hinter mir die Tür zugegangen, als wenn Mike mich einsperren wollte. Dann habe ich dich bei Asteroids gesehen, aber dir vertraue ich nicht, weil dein Download länger gebraucht hat als meine, obwohl du eher dran standest. Und dann bin ich einfach unten durchgelaufen. Ja. Also ich frage mich, warum du länger da standest, Dadosch. Nee, stopp, Dalu, warum bist du rechts in der Hand? Ja, um zu gucken, ob am anderen Ortu eine Leiche liegt. Als ob du so eine komische Frage stellst. Das macht dich super verdächtig. Das ist ja wohl klar, warum im Admin-Panel, war keine Punkte rechts, ja, außer Dalu. Ich war nicht am Admin-Panel, wenn du das gesehen hast. Was hast du an Admin gemacht? Die Karte geswiped, den Upload gemacht und die Kabel gefixt. Ich finde den Laufweg komisch. Aber warum? Sven, du warst doch nicht den Laufweg komisch. Nee, nur kurzzeitig. Dann war ich Elektrik und hab da meine 4 Tasks gemacht und bin leider an dem rechten ein bisschen verzweifelt. Also, Maxi, wo warst du die Runde? Weil Maxi ist verdächtig noch für letzte Mal, glaube ich. Ne? Ja, naja, du warst der Electric die ganze Zeit beim zweiten. Überhaupt nicht. Nee, Maxi, naja, im ersten Letzter warst du eingesperrt. Das heißt, du warst genau, ja da. Genau, da war ich da. Dann bin ich mit Jay links rübergegangen und dann ist das Licht wieder ausgegangen und sind wir wieder zurückgegangen. Dado shootet heute sehr wild. Ja, ich will halt nur Infos haben. Also, ich verdächtig ist von Dado und Mike, Reiche. Aber ich glaube, beide sind es nicht. Aber von den Fragen her ist das komisch. Ich glaube, Maxi. Kann man zwei nicht. Leute verdächtigen und dann ist es der nicht. Ja, weil Mike weil hier komisch reintrollt. Hä? Oh shit, also, Leute. Ja, wir müssen jetzt Sieht scheiße halt aus. Aber ja, tatsächlich. Dann vote ich Mike. Einfach für mich jetzt auf Nummer 6. Nehme ich Dadosch. Wieso nimmst du denn mich, Sven? Du shootest erst gegen mich, dann aber shootest du gegen mich. Dadosch, dein Wort verstehe ich auch nicht, Dadosch. Dadosch, dein Wort verstehe ich gegen mich auch nicht. Ja, dann ist es Mike und Sven ist der andere, der wir safe reported haben. Das glaube ich halt auch. Hä? Es sind Dadosch und Dalu, Leute. Was ist das für eine Runde heute? Was ist das für eine Runde? Sehr verwirrend. Okay, lasst uns mal die Task machen, ja? Sehr gut. Thank you, you're welcome. Machen wir noch die letzten beiden oben. Ich weiß immer noch nicht, wer der zweite Imposter ist, weil ich mir Mühe gebe, die Task machen. Aber die Runde ist so schnell, war nicht hinterher hier. Ich konnte nicht mal Hallo sagen. Okay, jetzt haben wir alle Tasks fertig, ne? Yes. Hier haben wir noch einen. Das kann ich natürlich nicht machen. Das ist Mike. Stark. Ah, schön, Report. Ja. Alter, Junge. Ja, ich auch. Ich hab auch richtig gefällt. Stark, Sven und Bram. Ey, was haben wir denn Bram so verrückt geschossen? Die einzigen, die gerade keinen Vote haben. Das ist so das liegt aber an Mikes Fragestellung. Es war mal ein komischer Laufweg. Ob an der anderen Dinge Leiche ist ein komischer Laufweg. Es war O2 an. Bei uns lag keine Leiche. Natürlich gucke ich, ob bei der anderen eine Leiche liegt. Haben wir gut gemacht. Ja, war sehr sexy gerade. Gut, dass auch beide auf die gleiche Idee kommst, zu sagen, komm, einfach drauf jetzt. Ja, sie. Aber wen hast du gerade gevotet? Ja, ich hab Maxi genommen. Ach, es war so ich wollte ein bisschen spannend machen. Bram halt Svens Imposter-Move halt richtig assi. Er ist Crewmate, schreit in die Runde, dass die Aufnahme abgebrochen wird, dass er Imposter wird. Ja, das funktioniert. War eine starke Runde. Bram war so auffällig. Er geht nach dem Dingens direkt zum Auftanken in Upper Engine. Das war so auffällig. Dann ging zufälligerweise direkt die Tür zu um mich herum. Dann blieb ich da stehen, dachte mir, aber Sven ist in meiner Nähe, der wird schon sehen, wenn Bram mich killt. Bram killt mich und Sven läuft einfach weg. Scheiße. Und wir laufen beide in den Vent rein. Hat mich ein bisschen gestresst, wenn ich ehrlich bin. Also Bramen hatte ich auch ab dem Moment, wo er mir hinterhergelaufen ist nach Shields. Ich bin ja von O2 bis nach Lower Engine hinterhergerannt. Ja, aber ich, und dann habe ich die Tür zugemacht. Ich denke, scheiße. Und Reinsky, let's go! Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Es geht weiter. Der Wahnsinn in Among Us. Ich hoffe, dass ich nicht wieder als Erster sterbe. Das wäre natürlich richtig schade. Aber ich müsste mir, glaube ich, mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, schon Themen vorbereiten, über die ich rede.
währenddessen ich tot bin. Ich sehe mich auch gleich schon wieder tot. Ich sehe mich schon wieder tot. Was haben wir denn hier? Oh geil, wir haben wieder ein O2, beide Aufgaben. Okay, super, das haben wir hingekriegt. Na, vielleicht habe ich endlich mal Glück und ich bin im Rudel. Da ist Razy. Ich glaube, ich habe Glück und bin im Rudel drin und werde nicht sterben. Außer hier kommt gleich jemand aus dem Ding rausgesprungen. Komm, das habe ich nur. Oh. Schönen guten Tag. Hola. Ja. Ich habe einen Körper gefunden, er ist blau. Und wo? Cafeteria rechts an der Tür zu Asteroids. Mike, warum bist du von der Communication-Sabotage weggelaufen? Weil ich in die Richtung wollte. Um Aufgaben machen. Ja, du wolltest in eine Richtung? Ja, ich warum bist du weggelaufen? Reaktor. Ich wollte in eine Richtung, Alter. Ich hab. Warte. Ohne welche? Warte. Ich, ganz kurz. Ich war Admin und da waren zwei Cafeteria. Wer war da noch? Bin mir ziemlich sicher, der wird dir das nicht sagen. Ja, ich wollte gucken, ob irgendwie was sagt. Also ich war gerade auf Storage mit Dalukart. Ich hab den gekillt. Ich habe mit Dalukart in Storage, bin da rübergelaufen, mir ist Dalukart Lower Engine entgegengekommen. Moment, warte, ich war in Storage unten rechts. Die drei waren da nicht. Ich war unten rechts, hab gerade die Blätter weggemacht in Storage. Storage ist doch Mitte unten, oder? Genau. Ah, ja. Aber da war ich auch und Mike auch. Aber auf Admin waren nicht drei. Dalukart ärgert mich nur. Oder ich bin blind. Einer war Reaktor für 3 Stunden. Ja, ich hab Simon Says gemacht die ganze Zeit und ich hab's einmal verkackt beim 4. Dizzy Maxi, wo war kannst du die Melodie kurz nachmachen dadurch? Und dann muss ich nochmal. Ich war jetzt, am Ende war ich an Communications dran und hab's gerade geöffnet, als du reported hast. Und vorher habe ich in Navigation einen Task gemacht, dann habe ich die 2 Tasks in O2 gemacht und dann bin ich runtergelaufen. Es hat ich bin gerade Dizzy noch lebt, ne? Wollte ich gerade sagen. Communications zu sabotieren ist doch, weil man einen Kill machen wollte, der potenziell auf den Cams zu sehen ist. Oder Admin irgendwie sabotieren, ne? Ich hab mich auch gewundert, warum man genau das in der Sekunde tun sollte. Also Dizzys Aussage, dass er in O2 war, das kann ich zumindest mal decken, weil der war da drin, als ich rein bin. Yes, ich habe Maxi noch gesehen in Navigations und Dalu habe ich auch noch gesehen in Navigations und Mike. Ich sag auch Self-Report. Ja, Sven ist es immer. Aber Sven, wie kommst du, dass du vom Admin-Table, wo liegt die Leiche jetzt? Cafeteria rechts von wieso der Tür. Wieso bist du denn, anstatt nach Koms nach unten zu gehen, nach oben gelaufen? Weil da zwei Männchen waren in Cafeteria. Und wo Koms an war? Und die lagen da schon, oder die wurden mir schon sehr lange angezeigt. Und dachte ich, wieso stehen da zwei Leute für 2 Stunden? Das ich gerade verraten, die lagen da schon. Die beiden Imposter voten Sven? Ja, das ist die Standardausrede. Nee, ich hab ihn auch gewohnt, ich bin kein Imposter. Achso, ja, ich auch. Ja. Ich war ja auch zu dritt unten in Storage. Okay. Boah, ich hab mir gerade so einen richtigen Frosch reingezogen hier. Gut. Ach, rein, meine. Wollen Müll noch rausbringen hier, oder? Mutti hat gesagt, ich soll den Müll rausbringen heute. Übrigens, verzeiht mir ein bisschen das Kribbeln im Mikrofon. Meine Freundin föhnt sich gerade die Haare. Und der Kompressor mag das nicht so gerne. Und da wir in diesem Haus 2 Katzen haben, schließen wir nie die Türen. Deswegen hört man das. Aber müsste gleich wieder vorbei sein. Oh. Oh nein, bitte nicht nochmal wie in der letzten Folge. Yes! First try. Easy peasy. Machen wir schnell noch die Task hier. Tasks. Oh Gott. Ich hänge so viel mit Ray ab. Mit Ray. Nach unserem wunderschönen Wochenende. Zusammen. In Daytona. Hallo, habe ich noch gesehen. Okay, machen wir nochmal das Ding. Bin schon wieder so alleine. War das jetzt erledigt? So, dann werden wir noch Medbay machen.
Carlo ist erstmal eine Runde gelaufen, sagt er, okay. Oh! Gibt es nur einen die Runde? Jo! Ich glaube, der ist mir gerade über die Füße gelaufen. Das war ganz unangenehm. Ich hatte auf einmal so einen Fuß auf dem Fuß. Schon wieder Self-Rip. Storage nach links. Oh, tatsächlich. Wie genau, also wo genau? Direkt quasi, wenn die Tür zu wäre, würde sie in der Tür liegen. Also okay. Genau da an der Kante. Also zwischen Electrical so, ja? Und Storage. Da wieso kam seid ihr eigentlich nicht auch schon fast fertig mit den Tasks? Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Ich suche Leichen und das funktioniert auch ganz gut. Der ist mir dann entgegengekommen. Suchst du Leichen oder suchst du Leute zum Killen, ist hier die Frage. Ja. Da ist mir einer mit dem Hut entgegengekommen. Ich glaube, der hat sich vorhin schon verraten, als er in der Cafeteria meinte, da lag der da schon. Nein. Nee, ich habe mich auch verdächtigt. Das ist auch ein Self-Report an der Stelle. Das ist relativ simpel. Vor ungefähr 3 Sekunden vor dem Report laufe ich nach rechts rüber, von Lower Engine Richtung Storage, kommt Sven entgegen. Und jetzt auf einmal findet er auf dem Weg eine Leiche? Das Ding spielst du jetzt? Naja. Das wirklich? Du meinst, mit das Ding meinst du die Wahrheit? Nee, den Quatsch. Also das war die schlechteste Erklärung, die er sich hätte ausdenken können. Tatsächlich von was ist denn dann deine Erklärung? Die lag hinter dir. Du bist über die Leiche übergelaufen. Also entweder bist du der blindeste Mensch der Welt oder du hast ihn umgebracht. Kannst du es aussuchen. Der Hut hängt ja auch ein bisschen natürlich. Vor den Augen. True. Also zuletzt habe ich Mike noch in den Camps gesehen, das war über Medbay und da war noch Maxi und auch Andi. Wie sie dann zusammen weitergelaufen sind, weiß ich nicht. Das war noch vor, keine Ahnung, Andi, mit wem warst du vor Medbay zusammen? Du warst ja Cafeteria-Kampf mit Bram zusammen. Okay, dann ist Bram auch verdächtig, weil wenn Andi der Killer ist, hätte er Bram getötet wann? Im Medbay. Du warst Medbay? Mit Andi zusammen im Medbay, ja. Ja, wir haben... Moment, ja, ja, ihr doch, ja, stimmt, ich bin mit Bay und dann habe ich die Maschine angemacht, ja, ja. Ja, ja, aber der Grund ist, er hatte dich eigentlich getötet. Wenn er jetzt ein Imposter ist und du nicht, dann wäre das sehr weird, weil eigentlich hat er nach Kills gesucht, deswegen kam er immer kurz in Räume rein und ist wieder raus. Wenn okay, das dann so sind es aber Bram und ich nach deiner Ray. Theorie dann, ja? Ja, genau, also Andi und Bram wäre jetzt meine Idee, außer du hast dich nicht getraut. Ich fand okay, aber noch wie würde das dann zum ersten Mord passen, wo Sven der Hauptverdächtige war, der jetzt schon wieder eine Leiche gefunden hat? Ich bin nicht der Hauptverdächtige, mein Freund. Du hast auch sieben Kanister Ray Runde, und hast du der Hauptverdächtige nicht gelehrt. Nee, weil ich erst in den Reaktor gegangen bin. Ja, ja. Ja, ja, es ist gut. Kommt jetzt noch. Holt sich Ray hier etwa Alibis bei mir? Die Sau, ey. Ich muss trotzdem das nochmal anmachen hier. Naja. So, dann machen wir mal die letzte Task hier hinten noch. Andi nochmal zurück. Nein. Wait, what? Achso. Ja, lass uns noch einfach die Task nehmen hier. Maxi. Aber Maxi wird es nicht sein. Punktlich, dadurch macht das zu ihm. Alrighty. Gut, Task haben wir alle fertig. Wir können Sherlock Dessington rausholen. Haben wir jetzt in den Camps? Da drin, okay. Ich denke mal, irgendwo drüben geht was ab, Ray. Ray macht immer noch seine... Dadosh. Ray. Maxi. Die Runde ist sehr, sehr ruhig. Mir fehlt Andi irgendwie so ein bisschen. Also die Killer sind sehr, sehr ruhig. Ganz witzig eigentlich, die Runde. Ich wollte den Button drücken, hatte überlegt, aber es wäre, glaube ich, unfaxi. Ja, schon, Sven schon wieder. Ah, Sven liegt Electrical. Direkt an der Tür. Electrical habe ich, glaube ich, die Runde 5-mal kontrolliert. Ich kann dir sagen, wie ich ihn gefunden habe. Ich stand nämlich in Storage und wollte nach links. Dann ging auf einmal die Storage-Tür zu. Dann ging auf einmal die Electrical-Tür zu und dachte mir, okay, da stimmt irgendwas nicht. Bin ich Ray, rein bist oder? Du nicht von unten nach oben gekommen und hinter dir sind die Türen zugegangen, sag mal? Hinter mir? Nein. Hinter mir, ja. Nein, bei Ray.
Ja, oh, ja, Dalu ist gestorben. Das habe ich auch noch gedacht. Du standest nämlich Admin. Dann ich habe Kabel neben dir gefixt. Nein, ich bin's nicht. Nein, wir müssen nicht voten. Wir müssen nicht voten. Wenn wir aber wir können. Mich geschudet grundlos in der Runde. Pass auf, in der Runde davor hat Dalu ganz am Ende der Runde nochmal gefragt, yo Ray, was hast du da gemacht? Haben die ein kurzes Gemetzel gehalten. Währenddessen wurde aber noch laut geredet. Ja, jetzt zack, Dalu tut. Aber wenn das nur damit diese Diskussion nicht fortgeführt wird. Ich kann euch meine erste Runde exakt erzählen. Hab mega viele Zeugen, ich kann euch alles erzählen. Also mega viele Zeugen. Also ich muss Ray jetzt mal einen Schutz nehmen. Ich habe also wenn es Ray sein sollte, wenn müsste mich decken können. Das ist so Quatsch. Ich habe geskippt, alles gut. Wenn es Ray sein sollte, dann hat er aber alle Tasks sehr sehr gut gefaked von der Zeit her. Ich bin jetzt auch mal durch. Ich habe jetzt gerade meine letzte gemacht. Ich habe noch exakt eine. Just for your info. Also ich glaube halt, dass mit Andy und Sven dieses Gemetzel, ich glaube halt auch echt fast, dass es Andy war. Ich glaube auch. Er ist über die Leiche gelaufen vorhin, ne? Ich sag's nur nochmal. Ja, und der Verdacht, dass der dann auch auf Bram liegt eingefallen ist. Und Bram jetzt vielleicht versucht, auf mich auf einmal auch zu shooten. Vielleicht ist es auch Andy nicht so. Andy und Sven können es natürlich auch sein, easy. Ja, aber ich mache keine drei Shoot-Supports, Alter. Nee, wer weiß, deswegen, weil er kein Tutor ist. Aber ich fand die Dalu-Geschichte schon ganz gut. Aber gerade in Electric waren auf jeden Fall ganz oft war Maxi da, Sven, Dalu eben. Ich war da auch ein paar Mal zu kontrollieren. Aber ich bin da mit Maxi Wie oft muss man eigentlich in den Electric reingehen? Du gehst da einmal rein, machst deine Aufgabe, musst du da raus. Einmal theoretisch. Ja, ich auch einmal. In meinen Augen ist halt auf jeden Fall Sven, einer, Ray oder Dalu der Zweite. Andi, vergiss es. Nee, Andi, so läuft das nicht. Du bist auf jeden Fall raus, ja. Oh, Ray ist raus. Alter. Oh, come on, really? Das waren die Imposter, die da aufgesprungen sind. Das waren die Imposter, ja. Deswegen hätte ich das nicht. Jetzt ist das Ding schon wieder vorbei. Nee, ist noch nicht vorbei. Ei. Ja, ich war die letzte Task. Ja, ich auch. Nice one. Wir beide? War Kill-Cooldown noch. Ja. Oh, es war Andi, komisch. Ja, Andi war doch klar. Ja, wollte ich gerade sagen, Andi war doch klar. Mit wem? Na, mit Bram. Max. Nein. Ich? Maxi. Nein. Maxi. Ich bin Maxi. Bram. Deswegen habe ich auch Maxi nochmal erwähnt, weißt du? Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen gegen Bram shooten, weil er sehr lang am Download stand, aber dazu bin ich gar nicht mehr gekommen. Ich mach einen Kill und der läuft dann direkt so unglücklich. Ja, sag ich doch. Zu Recht. Glaub mir doch mal. Aber langsam bin ich angepisst, dass ich immer grundlos verdächtigt werde. Na, nicht grundlos, du hast einen Benzinkanister mit dir geschleppt und wolltest ja nicht lernen. Ja, weil auf dem Weg der Reaktor war. Ich musste Upper Engine füllen, kann sagen, und der Reaktor halt war nochmal eine Science-Test. Ja, selber schuld. Ey, ich hab auf jeden Fall die Augen, also das geht gar nicht. Ich hab laut gelacht, als Ray rausgeflogen ist. Ja, der arme Ray. Ey, ohne Witz, Mann. Vor allem, ich hab Ray auch nur gefragt.